Glück auf, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Risen, wo wir jetzt in die Hütte von Kapitän Grigorius Emanuel Stahlbart gehen und uns mal umgucken. Stahlbarts Schatztruhe. So, was haben wir denn hier? Altes Schriftstück. Sehr altes und sehr abgenutztes Stück Papier. Pokal, ja, ein bisschen Plunder halt. Wie, was? Mehr gibt's hier nicht. Ich habe kein Fleisch. Ah, hier gibt's noch ein Fell. So, was ist denn das für ein abgenutztes Papierstück hier? Hinweis, der frühe Vogel fängt den Wurm. Gen Nord-Nordost zu Ost. Das alte Grab wird es wissen. GES. Das ist ja eine komische Nachricht. Mal sehen, ob die Patty was damit anfangen kann. Aber vorher klären wir hier nochmal den Einbruch hier ein bisschen. Hallo, Wache. Hi. Kann das nicht noch warten? Nein. Was denkst du über die Inquisition? Sie schützen uns. Das ist gut. Und wenn sie ihre Aufgabe erledigt haben, wird alles wieder so wie früher. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Ach was, ich verkaufe Fisch. Es ist mein Job, in die Häuser zu gehen. Hm, na schön. Gut, das hat jetzt auch nicht unbedingt so viel gebracht. Naja, fein. Da müsste man jetzt vielleicht wissen, bei wem noch eingebrochen wurde. Hä? Ablachung, Patty. Ah, hier, finde den Spitzel des Einbrechers. Doyle, Vasili und Mo gesehen. Aber mit Vasili haben wir doch eigentlich auch schon gesprochen. Müssen wir vielleicht noch mit irgendwelchen anderen Leuten sprechen? Haben wir mit dir schon gesprochen? Bei dir wurde doch, glaube ich, auch eingebrochen. Wegen des Einbruchs. Was wurde gestohlen? Ein wertvoller Ring. Den habe ich von Kommandant Carlos persönlich bekommen, weil ich ihm eine Karte der Insel angefertigt habe. Wer war am Tag des Einbruchs bei dir? Den Ringhammer. Hm, eigentlich niemand. Doch warte mal. Natürlich. Mo aus der Schlachterei war hier. Er hat mir meine Lieferung Fleisch gebracht. Sonst noch wer? Der Tagelöhner Doyle hat mir einen Fisch verkauft. Und genau, Pavel, einer der Knechte von Flavio, hat mir ein paar Wolfsfelle verkauft. Ich werde dir den Ring zurückbringen. Dafür würde ich mich sehr erkenntlich zeigen. Ich hab den schon. Hier, ich hab deinen Ring. Es ist gut zu wissen, dass es noch ehrliche Menschen in der Stadt gibt. Weißt du was? Behalte den Ring. Ist das dein Ernst? Ja, was soll ich denn damit? Ich bin auch eh den ganzen Tag im Haus. Bist du sicher? Ja, natürlich. Jetzt steck ihn ein. Wie du willst. Danke. Das ist aber nett. Gut, der Pavel, mit dem wollen wir da auch mal hier ein Wörtchen reden, oder was? Ja, Pavel, du Sau, hast geklaut. Bist du Pavel? Du bist nicht Pavel. Du bist Pavel, hä? Bist du Pavel? Red mit mir. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. In mehreren. Ich war in mehreren der Häuser, in die eingebrochen wurde. Aber das macht mich noch lange nicht zu einem Dieb. Hm, na schön. Wo kann ich Fälle auftreiben? Ich hab keine und kann auch keine herbeizaubern. Aber einige Bürger haben ihre Häuser mit Fellen ausgelegt, wenn du weißt, was ich meine. Aber das ist doch Diebstahl. Tja, Wölfe und Keiler sind gerade nicht so viele in der Stadt. Und wenn du keine Felle mitgebracht hast, kannst du höchstens noch bei den Händlern suchen. Oder du probierst es im Schlachthaus. Vielleicht haben die noch was. Gut, danke dafür. So, jetzt gehe ich auch mal zu den Banditen hier. Vielleicht interessiert den ja schon die ein oder andere Information, die ich beschafft habe. Hallo. Rodriguez glaubt, dass du hinter den Einbrüchen steckst. Dann kann ich nur hoffen, dass er niemals einen Beweis dafür findet. Oder einen Zeugen. Rodriguez glaubt, dass du einen Spion hast, der Level die Häuser auskundschaftet. So, so. Und? Hast du einen Spion, der für dich arbeitet? Dieser verdammte Rodriguez. Klar habe ich einen Spion. Und wer ist es? Wenn er schlampig gearbeitet hat, wirst du ihn finden. Aber ich sag dir was, bevor du ihn an Rodriguez verkaufst, kommst du wieder zu mir. Wir werden schon einen Weg finden, diese Sache aus der Welt zu schaffen. Naja gut, ich gehe dann erstmal rüber zum Hafen Kai. Da dürfte ja inzwischen so einiges Interessantes steigen. Das heißt, wir dürfen endlich mal mit dem eingesperrten Kerl quatschen.
Mein Gott, ach, wir hätten bei Patty reinschauen können. Ich hatte ja diese Liste. Na, was soll's? Jetzt sind wir einmal hier hinten, da gehen wir hier auch weiter und gut ist. Na? Wer wird denn hier rumknarren? Hör mal. Was sind hier unten noch? Kann man da hin? Oh, da kann man hin. Das hat aber, glaube ich, keinen großen Nutzen. Hallo? Das Freudenmädchen Annika wird sich um dich kümmern. Ah, das ist gut. Endlich mal was los hier auf diesem beschissenen Posten. So, nun zu dir, Kumpel. Komm mit nach hinten. Dort sieht uns keiner. Wenn Annika da ist, kriegst du den Zellenschlüssel. Gut. Dann kriege ich den ja gleich, ne? Für einen Ozeantanz oder was? Willst du, dass dir Fische entgegenspringen oder wie? Was ist jetzt mit dem Zellenschlüssel? Gut, hier hast du ihn. Aber wenn ich wegen dir Ärger kriege, wirst du das bereuen. Schon klar. Es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Du gibst mir doch bestimmt Erfahrung. Hör mal. Ja. Das hättest du nicht tun sollen. Verdammt, hau mich nicht. Es tut mir leid, Frau. Jetzt bin ich doch zum Frauenschläger geworden. Es tut mir so sorry. So, guten Tag. Darf ich rein? Kapitän Romanov. Ha, wen schicken Sie mir denn jetzt? Einen Laufburschen? Ich gebe dir einen guten Rat, Junge. Es ist besser für dich, wenn du erst gar nicht versuchst, mich nach meinem Gold zu fragen. Du bist Pirat. Mein Name ist Ivan Michail Nikolai Igor Romanov. Für dich einfach nur Kapitän Romanov, klar? Ich bin mir sicher, du hast schon von mir gehört. Viele Geschichten werden über mich erzählt. Viele finstere Geschichten. Und glaub mir, egal was du gehört hast, sie sind alle gelogen. Okay. Heißt das, du bist kein Pirat? Das heißt, dass die Maulhelden da draußen keinen Schimmer davon haben, was ich wirklich getan habe, Junge. Romanov ist ein Mörder, sagen sie. Er ist ein Verbrecher. Er ist ein Dieb, sagen sie. Ha, sollen sie alle im Vulkanfeuer schmoren? Ich habe ganze Städte vor heranrollenden Armeen beschützt. Ich habe den heiligen Tuk des Harlan aus dem Palast von Kroazin befreit. Ich habe einen Rottwurm getötet. Mit meinen bloßen Händen. So, und nun sag mir, dass dir das irgendjemand erzählt hat. Nein. Ha! Aber so ist es gewesen. Du bist über das Meer gekommen? Allerdings. Wer von den braven Bürgern weiß denn schon, was auf den Meeren da draußen wirklich passiert? Alle reden von der Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel. Ha! Aber das ist mein Witz. Ich sage dir, es wird noch viel schlimmer kommen. Oh je. Ein Sturm ist im Anmarsch. Ich habe es selbst gesehen. Ein Sturm, den niemand aufhalten kann. Nicht einmal dieser eingebildete Inquisitor mit seiner weißen Armee. Du scheinst den Inquisitor nicht zu mögen. Ha! Was denkst du, wer mich hier eingebuchtet hat, du Schlaumeier? Aber eins kann ich dir sagen. Wenn ich hier wieder rauskomme, kann er was erleben. Wie lange sitzt du hier schon? Einige Tage. Die Schweine wollen mich weichkochen. Ha! Da können sie lange warten. Ich werde ihnen niemals verraten, wo ich mein Gold versteckt habe. Die Kneipenwirtin Patty sucht ihren Vater. Patty? Patty Stahlbart? Dieses Teufelsweib ist alles, nur keine Kneipenwirtin. Ihr Vater ist einer der größten Piraten diesseits der Meere. Kapitän Gregorius Stahlbart. Dieser Hund hat mir nicht nur einmal das Leben zur Hölle gemacht. Das kann ich dir flüstern. Weiß der Henker, wo sich der alte Halsabschneider herumtreibt. Aber sollte ich ihm nochmal begegnen, wird sein letztes Stündlein schlagen. Wenn ich du wäre, würde ich um dieses Miststück von Piratentochter einen großen Bogen machen, Junge. Solche Weiber bedeuten nichts als Ärger. Ha! Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Hm, interessant. So, jetzt pass mal auf hier. Zack. Wer könnte wissen, wo sich Kapitän Gregorius Stahlbart aufhält? Meine Mannschaft und ich suchen den Mistkerl schon seit Monaten. Bisher ist Stahlbart noch nicht wieder aufgetaucht. Du erwähntest gerade dein Gold. Ich hab dir gesagt, dass du mich nicht danach fragen sollst.
Ja, richtig. Ich erinnere mich. Dann halte dich daran. Sonst wird es dir schlechter gehen. Tö. Wo ist eigentlich deine Mannschaft? Irgendwo auf der Insel. Ein Teil von ihnen ist sogar immer noch hier in der Stadt. Vasili und Eriksen waren erst kürzlich noch hier. Sie warten nur auf ein Zeichen von mir. Eriksen hatte diesen Schlüssel hier bei sich. Offensichtlich gehört der Kapitän Gregorius. Ah, Eriksen, dieser Idiot. Ich hätte es besser wissen müssen. Den hat er doch bestimmt einem der Freudenmädchen abgenommen. Ah, das sieht ihm ähnlich, diesem elenden Mistkerl. Wenn ich den erwische. Stahlbart hat eine Baracke hier in der Stadt. Verdammt. Woher weißt du das? Vasili hat es mir erzählt. Warum geht er nicht gleich zu Patty damit? Er soll Patty bewachen und die Schnauze halten, verdammt nochmal. Es ist zum Aus der Haut fahren. Wozu lässt du Patty bewachen? Du scheinst ja sowieso schon fast alles zu wissen. Also, hör gut zu. Gregorius Stahlbart, dieser elende Hundesohn, ärgert mich schon seit vielen Jahren. Immer wieder lieferten wir uns erbitterte Kämpfe. So wie auch letzten Winter, vor den Riffen von Argorosch. Auf den Planken seines eigenen Schiffes hatte ich ihn schon fast am Boden. Doch dieser feige Mistkerl entkam abermals. Und als wenn das noch nicht genug wäre, hat er mir auch noch meine wohlverdiente Beute gestohlen und die Hälfte meiner Männer getötet. Seitdem ist Stahlbart wie vom Erdboden verschluckt. Man könnte sagen, Patty und ich haben dasselbe Ziel, dasselbe Schicksal. Wenn ich Patty auf der Suche nach ihrem Vater folge, werde ich am Ende die Erfüllung meiner Rache finden. Ja, dann! Ich fand dieses alte Schriftstück in Stahlbarts Baracke. Zeig her das Ding. Das sagt mir gar nichts. Ich schätze, Patty ist wohl die Einzige, die damit etwas anfangen kann. Hier, du kannst das Ding behalten. Ich habe keine Verwendung dafür. Aber eine Sache noch. Wenn Patty die Stadt verlässt, dann sag mir Bescheid. Verstanden? Ja, kann ich machen. Die Tür ist offen. Du bist frei. Meinst du etwa, diese marode Tür dort hätte mich daran hindern können, hier rauszukommen? Glaubst du das? Da kennst du mich aber schlecht, mein Junge. Wenn ich gewollt hätte, wäre ich schon über alle Meere. Warum fliehst du nicht? Ich habe hier in dieser Stadt noch was zu erledigen. Eines Tages werden die Weißen im Dreck liegen und die Stadt wird wieder Don Esteban gehören. Ich werde mir ein großes Stück aus dem Kuchen herausschneiden, wenn es soweit ist. Ich werde erst mal hier bleiben und auf meine Chance warten. Okay, gut. Ein bisschen windig in deiner Zelle hier. Wind macht einem wahren Seemann nichts aus. Doch dieser elende Gestank in diesem Loch macht mich doch wahnsinnig. Hör zu, mein Junge. Ich trage schon seit 30 Tagen dieses stinkige Schwitzhemd an meinem Leibe. Meine Kleidung ist mittlerweile so speckig und dreckig, dass ich sie in die Ecke stellen könnte. Oben im Lagerhaus am Hafenkai steht meine alte Seemannskiste. Ich habe darin eine Schatulle mit meinen Klamotten eingelagert. Wenn du mir die hierher bringen könntest, würde ich ein paar Münzen dafür springen lassen. Was meinst du? Abgemacht. Ich werde dir deine Schatulle bringen. Braver Junge. Hier hast du den Schlüssel zu meiner Seemannskiste. Sie steht im obersten Stockwerk des Lagerhauses am Hafenkai. Ist nicht leicht zu erreichen, aber ein schlauer Kerl wie du wird sie schon finden, was? Aber beeil dich! Und vor allem komm sofort wieder zu mir und lass niemanden an meine Schatulle, klar? Sind wohl recht wertvoll, die Hemden in deiner Schatulle, was? Lass das quatschen! Beweg dich! Ist ja gut! Du willst Don Esteban unterstützen? Ich kenne Esteban schon seit langer Zeit. Er ist der wahre Herr dieser Insel. Ich habe die Zusammenarbeit mit ihm nie bereut. Gemeinsam haben wir immer fette Beute gemacht. Ich habe nicht vor, das zu ändern. Auch du wärst gut beraten, wenn du dich für die richtige Seite entscheidest, mein Junge. Gut, okay, ich gehe da mal zum Lagerhaus, mal gucken, ob ich deine Schatulle finde. Es gibt hier nur ein paar Problemchen, weil die lassen mich nicht so gern rein. Aber ich werde da schon irgendwie rankommen. Was ist denn hier los? Hier kann man übers Dach? In das andere Stockwerk rein, sehe ich das gerade richtig? Naja, ich muss ja sowieso ein bisschen gucken. Hey, was hast du vor? Bist du der Einzige, der mir gefolgt ist? Oh,
Ich muss weg. Ich hab nämlich den Oger mit verärgert. Ich kann ja noch ein paar Haifischflossen essen. Verdammt, so habe ich mir das Ganze nicht gedacht. Feigling. Lass mich da einfach in Ruhe. Okay, gut. Ich schätze, ich muss jetzt doch ein bisschen Witze rum erzählen. So, ich weiß gar nicht, ob ich den Oger damit auch verzaubern kann. Ich kann es ja mal probieren. Da bist du ja. Shit. Boah, jetzt habe ich wieder alle gegen mich, oder was? Es gibt da sowas ganz Tolles, das nennt sich Lass mich hier fälligst im Frieden. Oh. Ich erwisch dich noch. Ich glaube, hier kommen sie nicht hoch, hä? Mein Gott, Walter. Dieser blöde Oger geht mir richtig auf die derbsten Senkel, oder was? Der Kerl, der hindert mich nämlich daran, hier alles zu plündern und überhaupt. Jetzt hasst er mich auch noch. Dabei bin ich doch ganz ein liebenswürdiger Petermensch. Was aber, wie viele Reichtümer gibt's denn hier noch? Jawohl. Ich will alles plündern. Alles meine. So, gut. Soweit ist hier jetzt alles ruhig. Oh, hier ist noch ein Schrank. Wo kommst du jetzt her? Nein! So ein Mist! So ein Idiot ist mir noch nie untergekommen. Meine Güte, nee. Halt's Maul! Wann? Naja, also zu Tode springen ist schon mal nicht so eine schlaue Idee. Jetzt frage ich mich gerade, können die mich jetzt nicht mehr leiden oder... Nee, ich habe noch alle Spruchrollen. Ich glaube, ich war noch gar nicht im Lagerhaus an dieser Position. Was ja jetzt auch gar nicht mal so schlecht sein kann, nehme ich mal an. Hey, was hast du vor? Ah, ich gehe einfach. Wie wär's damit? Raus! Raus oder setzt was! Ich gehe ja schon raus. Komm her! Weg mit dir! So siehst, ich bin doch schon weg. Blöder Kerl. So gut, jetzt können wir hier nochmal ganz in Ruhe alles plündern. Und zwar ohne nervende Leute am Gerippe kleben zu haben. Die mir an den Latz wollen. So, jetzt probieren wir es nochmal in dem Schrank. So, hier haben wir auch noch eine Truhe. Die knacken wir und nehmen uns, was wir wollen. Und damit war es das hier, oder? Das sieht zumindest so aus, gut. Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. Ja, ja, ist ja gut. Mein Gott, Walter. Ja! Aua! Ich bin tief gefallen, es tut mir leid. Gut, jetzt haben wir aber, was wir wollen. Ich gehe jetzt erstmal zur Patty rüber. Da können wir den Zettel abgeben. Noch ein paar Haifischflosser hier und nein und was oder wie. Immer schön rein mit den Dingern. Bringt Erfahrung. Wegen deines Vaters. Kapitän Romanow sitzt in der Hafenkeizelle. Aha. Dann stimmt es also, was man sich über ihn erzählt.
Hätte mich auch schon sehr gewundert, wenn er sich nicht mit dem Inquisitor angelegt hätte. Was hat er denn gesagt? Romanov weiß nicht, wo dein Vater ist. Tja, das sieht ihm ähnlich. Entweder weiß er es wirklich nicht, oder er will dir nichts sagen. Wie auch immer. Dann müssen wir wohl woanders weitersuchen. Gut. Ich fand dieses Schriftstück in einer der Baracken in der Gosse. Du hast es gefunden. Das ist großartig. Das ist es, wonach ich gesucht habe. Jetzt kann ich endlich die Stadt verlassen. Danke, kleiner Held. Du hast dir eine fette Belohnung verdient. Cool. Ich hoffe, dir reichen 200 Goldmünzen. Oh ja. Oder muss ich jetzt noch mehr deiner lästigen Fragen beantworten? Gib mir das Gold. Der Rest interessiert mich nicht. Abgemacht. Hier hast du dein Gold. War mir ein Vergnügen, kleiner Held. So, und jetzt will ich nur noch eins. Raus aus dieser verfluchten Stadt. Ah, das wird nicht einfach, denke ich. Wegen deines Vaters. Romanov mag wohl deinen Vater nicht besonders. Natürlich nicht. Sie sind beide große Piraten und waren immer schon die größten Erzfeinde. Wenn ich ehrlich bin, finde ich es auch nicht beruhigend, dass Romanov in der Stadt ist. Ich muss vorsichtig sein. Er könnte mir gefährlich werden. Noch ein Grund mehr, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Na gut, ich danke dir. Da kümmern wir uns jetzt erstmal um andere Dinge. Nämlich um die Truhe vom Romanov, würde ich sagen. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, das können wir ja eigentlich beim nächsten Mal machen, ne? Danke fürs Zuschauen, Leute. Sorry, dass ich in den Tod gesprungen bin, dumm wie ich bin. Und ja, danke und tschüss.